Ja? Okay, bis gleich. Entschuldigung. Muss sich jemand um den Rohrbruch kümmern. Da war schon ein Klempner da. Die Decke muss jetzt nur noch austrocknen. Aber die ist aber echt dick, die Backe. Das ist nicht die Backe, ist der Zahn. Ich muss dringend zum Zahnarzt. Also was, wann, wie und warum? Gut. Das Opfer ist die Wohnungsinhaberin. Petra Kieser, 34 Jahre alt, alleinstehend. Mutter einer 7-jährigen Tochter, Zoe. Die Tat geschah vor etwa 2 Stunden, also ungefähr kurz nach 12. Den Spuren nach zu urteilen gab es ein heftiges Handgemenge, in dessen Verlauf die Frau mit dem Kopf hier gegen die Kommode schlug. Was wahrscheinlich auch die Todesursache ist. Wir haben keinerlei Hinweise darauf. Motive. Ja, keinerlei Hinweise auf einen Raub oder Sexual gelegt. Offensichtlich hat sie ihn freiwillig in die Wohnung gelassen. Sieht also ganz nach Beziehungstat aus. Also sieht's nach Routine aus. Ist das Routine, wenn jemand eine Frau erschlägt? Ja, ich meine, er kommt ohne mich aus. Ja, ja sicher. Und die Kleine, die Tochter, wie heißt sie gleich? Zoe. Was wird denn jetzt aus ihr? Ich meine, wie will der Vater ihr das erklären? Tja, ich denke, die Frage stellt sich nicht. Die Eltern sind seit Jahren getrennt und der Vater hat kein Sorgerecht. Und die Großeltern? Es gibt keine. Der soziale Dienst wird sich um sie kümmern. Die Kleine muss ins Heim? Vorerst ja. Ich habe schon mal was vergessen. Da muss sich jemand von euch um das Kind kümmern. Ne? Ja, natürlich, Hajo. Das machen wir schon. Kümmer du dich mal um deine Beißerchen, ha? Ja, dann schau du doch noch mal oben nach. Speicher oder so. Hm? Ist Hallo? Was? Hey, sag mal, kommst du mal eine Minute, bitte? Komm, eine Minute, ja? Sollten Sie aber mal zum Zahnarzt gehen, junger Mann. So eine Entzündung im Zahn, die kann sich den ganzen Körper ausbreiten. Ich habe schon einen Termin. Ja, aber wann? Gleich, deswegen beschränken Sie sich bitte auf das Wesentliche. Wie Sie wollen. Ja, also Sie haben gesagt, der Klempner war da. Ja, das war ja so ein netter junger Mann. Und so ordentlich, ja. Da habe ich mir gleich gesagt, er schafft das im Bad und macht das. Bitte das Wesentliche, ja. Ja, woher soll ich bitte wissen, was Wesentliche? Wer, was, wann, wo? Das ist das Wesentliche. Also der Installateur, der war hier oben und hat den Rohrbruch behoben. Und dann ist er runter zu Frau Kieser und hat den Schaden begutachtet. Und dann kam der Bekannte von der Frau Kieser. Ah, der Bekannte. Sagt man denn heutzutage dazu, als sie zusammengelebt haben? Nicht. Lieber. Ist das wesentlich genug? Ich verstehe, was Sie meinen, Frau Miguel, bitte. Ich halte es nicht mehr. Chef, oh. Chef, Moment mal. Warum rennst du weg? Vor wem hast du Angst? Hey, ich bin der Jan. Und wer bist du? Du musst keine Angst haben. Ich bin Polizist. Hey! Junger Mann, der Geliebte von der Frau, dieser, der heißt Reinhold. Oh. Mirko Reinhold. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Beruhig dich doch. Was ist denn? Ist das das Kind? Jan. Was? Ist das das Kind? Ja, beziehungsweise, ich weiß es nicht. Na, dann kümmere dich um sie. Ich bin jetzt weg, okay? Zoe hat Angst vor Ihnen. Das braucht sie aber nicht. Ich bin von der Kripo. So, von der Kripo. Hey, da brauchen wir doch keine Angst zu haben. Das ist kein böser Mann. Haben Sie denn auch einen Namen?
Oder sollen wir ihn einfach nur Polizist nennen? Was meinst du, Zoe? Entschuldigung, Jan Maybach. Oder einfach Jan. Guten Tag, ich bin Karin Falter. Und das hier ist meine kleine Freundin, Zoe Kieser. Oder einfach Zoe. Und woher kennen Sie sich? Ich bin Schulpsychologin. Ich betreue Zoe seit der Trennung ihrer Eltern. Es könnte sein, dass jetzt der soziale Dienst zuständig wird. Was? Ja. Wäre es nicht besser, wenn ich sie erst mit zu mir nehme? Wäre das denn so einfach möglich? Naja, ich muss es erst klären, aber eigentlich schon. Gut. Soll ich sie nach Hause fahren? Ach, danke, aber es ist nicht weit. Zoe, möchtest du etwa zu Fuß gehen? Nein. Nein? Überredet? Überredet. Der hat ja oh alles gehört. Was genau gehört? Na, den Streit. Mein Gott, was haben die da unten gestritten, die beiden? Ein Gebolter und ein Geschrei. Und mit großen Türknallen ist der Reinhold dann gegangen. So äußerlich ein schon angenehmer Mensch. Oh, sehr launisch für einen Mann. Der Klempner? Der Klempner. Ne, der ist dann auch gegangen. Hm. Aber den Namen haben Sie sicherlich, ne? Aber sicher. Warten Sie mal, wo habe ich denn? Steht doch auf der Rechnung drauf. Bitte. Kann ich empfehlen. Sehr ordentliche Arbeit. Hm. Weißt du, ich habe einen Sohn, der heißt Benny. Er ist zwar ein bisschen älter als du, aber vielleicht möchtest du ihn ja trotzdem mal kennenlernen. Nein. Ist aber schade. Er hat nämlich morgen seinen großen Auftritt. Auftritt? Ja. Er singt im Kinderchor. Na, du kannst ja auch kommen, wenn du Lust hast. Und wenn er dir nicht gefällt, dann gehst du einfach wieder. Da muss man aber ganz leise sein. Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Hm? Tja. Machen Sie sich nichts draus. Zoe mag sie schon. Na komm, rein mit dir. Komm gleich nach. Was ist passiert? Wir haben ihre Mutter tot aufgefunden. Was? Ja. Und Zoe? Wo war Zoe? Wenn wir das wüssten. Morgen. Na, das wird ja auch langsam Zeit, ne? Was denn? Ich hab schon gearbeitet. Ich hab aus Kiesers Wohnung Zoes Klamotten abgeholt. Und zu der Psychologin gebracht? Ja. Hat der soziale Dienst sich schon gemeldet? Ja, die freuen sich natürlich, dass die Psychologin Zoe nimmt. Gut, ich denke, das ist momentan die beste Lösung. Ja, das denke ich auch. Hat sie dann schon mit Zoe reden können? Nee, noch nicht. Moment mal, habe ich das richtig mitgekriegt? Die Tochter hat den Lauder gesehen? Ja, das lässt sich nicht ausschließen, aber es ist momentan noch nicht der beste Zeitpunkt, um mit Zoe darüber zu reden. Sagt das die Psychologin? Das sagt die Psychologin. Ey, Leute, kommt mal auf den Punkt. Hör mal, musst du nicht zum Verhör? Scheiße. Also, tschüss. Herr Reinhold, welches Verhältnis hatten Sie zu Petra Kieser? Wir waren zusammen. Heißt das, Sie lebten in einer eheähnlichen Gemeinschaft? Was meinen Sie mit eheähnlich? Ich habe Petra geliebt. So sehr geliebt, dass sie handgreiflich wurden. Was soll ich denn machen? Ich komme auf den Sprung vorbei und da sitzt sie da mit diesem Klempner. Da sitzen da rum, schlürfen Kaffee und flirten. So ein dreckiger Schleim, den habe ich lokal hier rausgeschmissen. Und? Ist alles in Jo. Wie macht Miguel sich? Ja, macht er ganz ordentlich. Scheint was gebracht zu haben, das Seminar für Hörtaktik. Was machen die Zähnchen? Ja, gut, bist du gebohrt, aber. Die Tochter ist in psychologischer Betreuung. Zoe hat mich nie richtig akzeptiert. Sie wollte nicht, dass Petra und ich zusammen sind. Sie. Ja. Ja, gib ihm Zeit, Miguel. Sie sollten jetzt ihr Gewissen erleichtern. Sehr gut. Es kam zum Streit mit ihrer Freundin. Und dann haben sie die Nerven verloren. Ich habe die Nerven verloren. Sie haben sie gepackt? Nein, ich habe sie geschubst. Ich wollte, dass dieser Streit aufhört. Dann habe ich sie geschubst und dann ist sie über den Sessel gefallen. Ihr Kopf schlug gegen die Kommode und sie... Nein. Sie hat sich die Hüfte aufgehauen. Ich habe mich entschuldigt. Sie war sauer. Sie hatte recht, ich hätte mich nicht so gehen lassen dürfen. Herr Reinhold, Sie sollten jetzt wirklich ein volles Geständnis ablegen. Geständnis? Ich habe sie doch nicht umgebracht. Sie hat mir sogar noch eine Tasse hinterhergeworfen, als ich gegangen bin. Wissen Sie, wie hoch die Aufklärungsquote bei solchen Beziehungstaten ist?
95%. Die Aufklärung ist ganz einfach. Hat man das Motiv, hat man den Mörder. Und sie haben ein Motiv. Eifersucht. Eifersucht, das ist doch ganz normal, wenn man sich liebt. Da gibt's noch ganz andere, die ein Motiv haben, ja? Hey, warten Sie. Das gibt's doch gar nicht. Sehr gut. Alle Achtung, Miguel. So, jetzt den Wechsel. Sehr gut. Ich bin mitten im Satz, der geht einfach raus. Sie waren bei Ihrem Motiv? Mein Motiv? Sie sollten nicht mal den Volland vorknüpfen. Wen? Patrick Volland, das ist der Vater von Zoe. Was der für einen Hass hatte, weil er seine Tochter nicht sehen durfte. Der sollte hier sitzen, nicht ich. Also, wir haben einen Verdächtigen und wir haben ein Motiv. Ja, also ich würde sagen, wir machen die Mürbe, ne? Offene Observation, Ermittlungen im persönlichen Umfeld. Also wir müssen ihm ganz klar zeigen, dass wir nicht locker lassen, ja? Dann natürlich die Laborergebnisse, ganz klar. Ja, die Spuren, die Fingerabdrücke, die werden beweisen, was er einräumt, dass er am Tatort war. Aha. Naja, aber vielleicht finden wir noch andere Fingerabdrücke. Zum Beispiel die von Patrick Volland, dem Vater. Um den kümmere ich mich, okay? Gut. Ja, dann kümmere ich mich um den Klempner, ja? Gut. Gut, dann kümmere ich mich um die Schulpsychologin. Sehr gut. Was denn? Was denn? Sie kennt Zoe schon ein bisschen länger, da kriegen wir noch einen Hinweis. Außerdem finde ich es nicht schlecht, wenn wir da eine persönliche Verbindung aufbauen. Na, stimmt das nicht? Nee, nee, persönliche Verbindung, ist schon klar. Ja, alles klar. Spinnt doch, ey. Das weiß doch jeder, dass er eine Frau sucht, oder? Er sucht keine Frau. Er sucht eine Mutter für Benny. Oh, ist das keine Frau? Kripo Leipzig. Ich bin wegen dem Mord an Petra Kieser hier. Petra Kieser, die Frau aus dem ersten Stock? Genau, ja. Ja, was kommen Sie da zu mir? Verdächtigen Sie mich? Nö. Nicht mehr als jeden anderen. Ja, ich habe hier wegen dem Schaden geschaut. Also wegen dem Rohrbruch. Mhm. Aber ich kann es gar nicht gewesen sein. Ihr Freund ist mir plötzlich aufgetaucht. Ist das der Typ? Ja, genau, das war er. War plötzlich da. Ja, und? Ja, mich rausgeschmissen, aber sofort, ja. Petra wollte, dass ich bleibe, aber der Typ sah ziemlich brutal aus, da bin ich lieber gegangen. Wann genau war das? Weiß nicht, so gegen 10. Der hat getobt und gebrüllt. Und dann wurde er noch handgreiflich. Und das haben Sie sich gefallen lassen? Mann, ich bin kein Schläger, ja. Mhm. Und vor allem nicht wegen seiner Lappalie. Ich bin dann wieder hoch zu Frau Holl, da war noch meine Werkzeugkiste. Tja, und haben sie gestritten. Ziemlich laut. Also Frau Holl hat hier in der Stadt auch gehört, das können Sie fragen. Ja, das haben wir schon. Das ist ein Bruch, ne? Was? Ja, das ist ein Rohrbruch. Ach so, hier, ja. Hm. Ja, ja, wenn einmal der Wurm drin ist. Wollen Sie noch was von mir? Nee, das war's. Viel Spaß noch. Sie haben uns schon sehr geholfen. Aber lassen Sie mir doch Ihre Karte da. Falls mir doch noch etwas einfällt. Hey, das ist mein Text. Das sagt der Polizist zum Zeugen und nicht umgekehrt. Ah ja? Ja, ja. Der Polizist gibt seine Karte und sagt, Sie können mich jederzeit anrufen. War es das? Na, ich hoffe nicht. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie, eine Frage hätte ich dann doch noch. Warum sind Sie eigentlich gestern in die Grüne Aue gekommen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Zoe hat in der Schule gefehlt und bei ihr zu Hause ist niemand ans Telefon gegangen. Der Vater sagte mal, dass er Zoe entführen wollte. Trauen Sie ihm das zu? Er hängt sehr an seiner Tochter. Er würde alles tun, um mit ihr zusammen zu sein. Und Zoe? Hat Zoe vielleicht irgendwas gesehen?
Ich weiß es nicht. Aber es muss doch einen Grund dafür geben, warum sie sich auf dem Speicher versteckt hat. Wir dürfen Zoe nicht drängen. Es ist noch viel zu früh, sie zu fragen. Auch wenn ein Mörder frei herumläuft und sie unsere einzige Zeugin ist? Ja, so ist es. Wir müssen warten, bis Zoe von sich aus reden will. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, mit der man diese Bereitschaft beschleunigen könnte? Das ist natürlich schwer. Sie muss sich sicher fühlen, geborgen. Sie muss ein ganz normales Leben führen, zur Schule gehen. Naja, da ist sie bei Ihnen ja bestens aufgehoben. Ich mache nur meinen Job. Wenn Ihnen noch was einfällt, meine Karte haben Sie ja. Verstehe. Und sagen Sie, hat beim Tod der Mutter das frühere Sorgerechtsurteil Bestand oder wird dann ganz neu entschieden? Sieh, was passiert? Ist alles in Ordnung? Nee, nichts passiert. Sind Sie sicher? Sollen wir einen Arzt rufen? Nee, ist nicht nötig, ist nichts passiert. Und ich mir einen Schreck eingejagt. Das tut mir leid, ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ist irgendwas am Auto? Vergessen Sie das Auto. Hauptsache, Ihnen ist nichts passiert. Nee, ist alles klar. Okay, passen Sie auf sich auf, ja? Schönen Tag dabei. Ja, Ihnen auch. Ja. Hast du gesehen? So, ist in Luft. Schön warten, ja? Er durfte seine Tochter nicht sehen. Angeblich hat er gedroht, sie zu entführen. Also vom Motiv her käme Volland auf jeden Fall als Täter in Frage. Na, dann war dein Besuch bei der Schulpsychologin ja nicht ganz umsonst, ne? Ja, Miguel, weißt du musst gerade erzählen. Ja? Was ist mit der Tochter? Hat sie was gesehen? Wir dürfen das Kind nicht drängen. Karen sagt, also die Psychologin sagt, wenn sie sich so sicher fühlt, wird sie von sich aus reden. Und wenn sie den Mord gesehen hätte... Moment mal, heute Morgen hast du gesagt, sie hat den Mord gesehen. Nein, das habe ich nicht gesagt, Miguel. Aber das ist doch ziemlich wahrscheinlich, oder nicht? Ja, aber wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Sag mal, geht das nicht rein in deinen Gipskopf? Hör mal, Jan, wenn das also, nicht... Also, wer fängt an von euch? Ich. Wer? Herr Volland, wie geht's Zoe? Nehmen Sie doch das. Ihre Tochter wird psychologisch betreut. Gut, von wem? Wo ist sie? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Was, Sie wollen mir nicht sagen, wo meine Tochter ist? Ich bin Ihr Vater. Es tut mir leid, aber solange der Mordfall nicht aufgeklärt ist... Ach. Aber es geht dir gut. So viel kann ich sagen. Herr Volland, wo waren Sie gestern Vormittag um 10 Uhr? Zu Hause? Überstunden abfeiern? Gibt es dafür Zeugen? Nein. Aha. Welches Verhältnis hatten Sie zu Petra Kieser? Ehrlich gesagt, als Zoe 3 Jahre alt war, habe ich ihre Mutter verlassen. Für eine andere Frau. Und Petra hat mich bestraft und hat mir meine Tochter weggenommen. Sie hatte das Sorgerecht. Petra hat mich auch mit jedem Dreck beworfen, den sie sich nur vorstellen konnte. Und das Jugendamt hat das alles geglaubt, ja? Wurde nicht groß geprüft. Eine Sache von 5 Minuten. Sagen, hatte ich keine Tochter mehr. Da bin ich vor Gericht. Das ist Patrick Volland? Mhm. Sie hat verloren, hab ich. War ja noch altes Sorgerecht. Man hat Vater nicht den Hauch einer Chance. Kein Besuchsrecht, kein Umgang, kein gar nichts. Wissen Sie, was das heißt? Schade, hat eigentlich einen ganz netten Eindruck gemacht. Ich denke, ich verstehe Sie besser, als Sie glauben. Ja, ich habe selbst ein Kind. Wie alt? 9. Ein Junge. Aber Sie sind nicht geschieden? Seine Mutter und ich, wir leben getrennt. Und dürfen Sie den Kleinen sehen? Ich habe das Sorgerecht. Also ich sag Ihnen, wenn mir jemand mein Kind wegnehmen würde, ja. Ich denke, ich kann einen Vater verstehen, der dabei die Nerven verliert. Sehen Sie? Haben Sie es getan? Nein. Kommen Sie, Volland, Sie sind zu Petra Kieser gefahren, damit sie einem Treffen mit Zoe zustimmt. Petra Kieser war dagegen, es kam zu einem Streit und Sie verloren Nein, das ist Quatsch! Ich wusste nicht mal, wo die Frau wohnt. Wie bitte? Ach, Scheiße. Ich hab mein Handy verloren. Das Jugendamt hat mir die Adresse nicht gegeben. Für die war ich ja gemeingefährlich. Verstehen Sie? Ja.
Jetzt bist du fällig. Sie? Wie geht's Ihnen? Wo waren Sie gestern zwischen 9 und 11 Uhr? Sagen Sie, haben Sie was gegen mich? Ja, kann schon sein. Sie haben Petra Kieser Gewalt angedroht. Sie haben gedroht, Ihre Tochter zu entführen. Sie waren bei dieser Tante vom Jugendamt, ne? Das ändert nichts daran, dass Sie mir vor den Wagen gelaufen sind. Vor 4 Jahren wurde Ihnen das Sorgerecht entzogen. Ja, weil das Jugendamt die ganzen Lügen von Petra geglaubt hat. Durch den Tod Ihrer Frau ist jetzt allerdings eine neue Entscheidung fällig. Ist das wahr? Ja, Sie haben gute Chancen, Ihr Kind wiederzubekommen. Und das, Herr Volland, ist ein sehr gutes Motiv für einen Mord. Ina macht aber Druck. Ich frage Sie jetzt noch mal. Wo waren Sie gestern zwischen 9 und 11 Uhr? Das habe ich alles schon Ihren Kollegen erzählt. Zu Hause. Und Sie waren nicht zufällig in der Grünaue Nummer 12 bei Ihrer Ex-Frau, nein? Also haben Sie vielleicht doch irgendwas getan? Ich habe Beweise. Ach, da bin ich sehr gespannt. Sie haben vor der Tat Ihren Wagen in der Grünaue vor Haus Nummer 68 geparkt. Dummerweise ist der Halteverbot. Ich möchte mit meinem Anwalt sprechen. Gerne. Wer darf es denn sein? Dr. Schäfer. Ach, das noch. Dr. Schäfer. Ist der wirklich so schlimm? Ja, der kämpft mit allen Tricks. Schäfer wird Ihnen nichts nutzen. Sie sind unser Hauptverdächtiger. Alle Indizien sprechen gegen Sie. Das können Sie gerne mit Dr. Schäfer besprechen. Wir haben nicht nur das Klönchen. Wir haben auch eine Tatzeugin. Und zwar Ihre Tochter. Die hat den Mörder nämlich gesehen. Verdammt, Miguel. Ja, spinnt er jetzt? Was erzählt er denn da? Sag mal, Miguel, bist du total verrückt geworden? Was soll denn das machen? Mit dem Kind hast du den Verstand verloren? Ey, wenn Schäfer kommt, dann können wir was? Einfach, weißt du das? Man muss hier man muss hier gar nichts. Hör mal, lass das Kind aus dem Schlaf. Ja, beruhige dich. Komm alle mal wieder runter. Sei du besser still. Du hast einfach Bockbest gebaut. Warte mal, nicht war alles so gut. Und jetzt machst du diesen Anfängerfehler. Haben sie dir auf dem Seminar überhaupt nichts beigebracht? Jan! Scheiße, ich muss los. Gib mir mal die Jacke. Was? Gib mir das Jackett. Komm, komm, gib her. Okay. Mann. Komm, komm. Ampel wird grün, komm, mach! Das ist nicht. Oh nee, die singen schon. Scheiße. Na, Benni, was mir am besten gefallen hat, war die Stelle, wo du gesungen hast. Hörst du das Rauschen der Wellen am Strand? Das war super, super, Benni. Wie, du hast mich nicht gesehen? Naja, ich saß ganz hinten hinter der Säule. Ich musste die ganze Zeit so gucken. Hier, guck mal hier, ich hab ganz steifen Nacken hier. Oh. Nee, Benni, pass auf, es war alles ganz anders. Ich hab Mist gebaut. Ich hab's verschwitzt. Scheiße! Fuck, ey, könnt ihr mal eine grüne Birne in diese Ampel schrauben? Benni, pass auf, ich hab einen Fehler gemacht, verstehst du? Ich hab einen Fehler gemacht und du musst mir jetzt verzeihen, das ist ein Notfall, verstehst du? Das ist doch ein Notfall, oder nicht? Jetzt guck mich nicht so an, das ist ein Notfall, ne? Also dich auf so ein Seminar zu schicken, das grenzt an Verschwendung von Steuergeldern. Ja, das war ja auch eher theoretisch angelegt. Ich meine. Das habe ich gemerkt. Das wird nicht mehr vorkommen. Das will ich hoffen. Für unseren Dr. Schäfer ist das ein gefundenes Fressen. Er sollte mich wundern, wenn der uns daraus keinen Strick dreht. Jan! Jan, Mann!
Benny, entschuldige. Tut mir leid. Cool, dass du da bist. Und danke für das Geschenk. Was? Ich hoffe, Sie sind nicht böse, dass ich Benny Ihr Geschenk schon gegeben habe. Was für ein Geschenk? Na, der Malkasten. Und die Farben. Super. Ich habe auch einen Malkasten bekommen. Echt? Ich meine, wenn ich Ihnen schon sagen muss, dass Sie nicht kommen können, dann wollte ich Ihnen wenigstens das Geschenk schon geben. Ja. War doch nicht verkehrt, oder? Nein, das war gut. Das war sehr gut. Danke, Sie haben mich gerettet. Geschenkt. Toll, dass du uns abholst. Das finde ich auch. Hör mal, Papa. Hast du mich eigentlich im Radio verfolgt? Natürlich. Was denkst du denn? Sie haben überhaupt nichts in der Hand. Wir haben ein Motiv und wir haben den Beweis, dass Herr Volland zur Tatzeit am Tatort war. Ach, tatsächlich? Ja. Wenn Sie mal schauen möchten. Ja, mein Mandant erzählte mir von diesem... Das ist kein Beweis. Das ist kein Beweis? Und was wollen Sie? Vielleicht ein Videomitschnitt von der Tat? Sie haben dieses Papier aus dem Fahrzeug meines Mandanten gestohlen. Ohne Durchsuchungsbeschluss. Ohne Gefahrenverzug. Das ist nie im Leben ein Beweis. Das sehe ich anders. Finden Sie sich damit ab, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Sie brauchen Beweise, die den mit gutem Grund strengen gerichtlichen Ansprüchen genügen. Dr. Schäfer, mit diesen formalistischen Spitzfindigkeiten kommen wir doch nicht weiter. Was Sie Spitzfindigkeiten nennen, sind die geltenden Gesetze. Auch die Polizei darf nicht stehlen. Keine Äpfel, keine Birnen und schon gar keine Beweismittel. Sie wissen doch ganz genau, dass wir uns morgen eine Kopie von diesem Bescheid organisieren können. Morgen können Sie tun, was Sie wollen. Aber in diesem Moment haben Sie nur Vermutungen. Und damit kommen Sie bei keinem Haftrichter Deutschlands durch. Brot. Und? Schmeckt's den großen Sänger und seine geheimnisvollen Begleiterin? Ja, lecker. Du fandst genauso toll vom Beata. Ey, das hat er noch nie zu einer anderen Frau gesagt. Naja, also um ganz ehrlich zu sein, habe ich das selber gar nicht gekocht. Ich hab's mir bringen lassen. Meinst du vom Pizzataxi? Apropos Pizzataxi. Speziell für unsere jungen Gäste. Pommes mit Ketchup. Voilà. Yeah. Ja, ich denke, die Herrschaften hatten jetzt lange genug Zeit, um zu einer Entscheidung zu kommen. Herr Dr. Schäfer, mit diesen Winkelzügen... Achten Sie auf Ihre Worte, junge Frau. Ihr Mandant war am Tatort. Basta! Das werde ich auch beweisen. Ich will genau wie Sie, dass der Mörder gefasst wird. Ihre Aufrichtigkeit, die rührt mich fast zu Tränen. Hauptkommissar Trautschke, immer noch der alte Spötter. Warum konzentrieren Sie sich so auf meinen Mandanten? Er hat mir erzählt, dass die Tochter der Toten den Mörder gesehen hat. Das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Sie machen Ihre Arbeit und wir machen unsere. Gerne, gerne. Und jetzt geht es um die Frage, dürfen Sie meinen Mandanten in U-Haft nehmen oder nicht? Also, entweder Sie lassen meinen Mandanten gehen oder ich verlange, dass er sofort dem Haftrichter vorgeführt wird. Herr Volland kann gehen. Dachte ich so. Herr Trautschke, es war eine Freude, Sie wiederzusehen. Meine Dame. Weiterhin viel Erfolg. Es hätte noch viel mehr Geschirr sein können, wenn Sie nicht das Pizzataxi gerufen hätten. Ach, Sie kennen sich damit aus? Ja. Wieso? Ich dachte, Sie haben Hertha. Ja, aber wir helfen Ihnen. Also selbst Benny hilft manchmal mit. Es spricht für Ihre Erziehung. Ja, er trocknet die Teelöffel ab. Nein, im Ernst. Wir haben eine Spülmaschine. Das wird sich für mich alleine einfach nicht lohnen. Zumal ich so gut wie nie koche. Alleine macht das auch keinen Spaß. Wo wir ja schon bei Kerzenschein sitzen, darf ich Ihnen das Du anbieten? Ja. Ja? Ja, gerne. Gefällt mir gut bei dir. Danke. Lebst du schon lange alleine? Seit 3 Jahren jetzt. Und ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl dabei. Aber ich habe natürlich auch gerne Besuch. Eigentlich auch zum Frühstück. Weißt du, weil beim Frühstück da muss man ja nicht kochen. Frühstück ist okay. Ich muss nur Benny noch nach Hause bringen. Das ist eigentlich ziemlich schade. Das ist verdammt schade.
Ja? Karin! Ja? Karin, guck mal, ich hab dir was gemalt. Oh, danke schön. Dankeschön. War das Louis' Mutter auf dem Bild? Ja, ja, ich denke schon. Und was hat das zu bedeuten? Ich vermute mal, dass Zoe glaubt, dass ihre Mutter im Urlaub ist. Weißt du, der Strand und die Palmen. Heute Morgen hat sie schon mal so etwas Ähnliches angedeutet. Also weiß sie nichts von dem Tod? Oder ist das auch Verdrängung? Nein, ich denke... Nein. Zoe weiß nicht, dass ihre Mutter tot ist. Karin? Ja, doch. Findest du mein Bild schön? Es ist sehr schön. Es ist für dich. Oh, danke schön. Kann ich auch ein Geschenk haben? Aber du hast doch heute schon ein Geschenk bekommen. Kann Benny heute bei uns schlafen? Ja, bitte, Papa. Bitte, bitte. Ein liebender Vater sollte seinem einzigen Sohn eine solche Bitte eigentlich nicht abschlagen, oder? Auf keinen Fall. Nein, jetzt nicht. Kann ich mal stören? Nein. Auch nicht, wenn ich dir einen Kaffee mitbringe? Ja. Bitteschön. Mhm. Also, wir haben den Ablauf nochmal rekonstruiert. Alle Spuren unterstützen die Aussage von Reinhold. Die Lage des Sessels, die Fingerabdrücke von ihm und vom Klempner auf der Tasse. Also ist der Liebhaber dieser Reinhold wahrscheinlich nicht der Täter. Und offensichtlich hat sie ihm die Tasse tatsächlich noch hinterhergeschmissen, als er ging. Also Tatrekonstruktion, schön und gut, aber ihr müsst ihn nochmal zum Verhör holen. Okay. Miguel wollte sich nochmal um den Klempner kümmern. Sehr gut. Beschränkt euch nicht nur auf den Vater. Es gibt ja schließlich keine Fingerabdrücke. Nee, dummerweise keinen. Aha. Ja, wieso? Aha, was soll das heißen? Für mich heißt das nur, dass er wahrscheinlich sehr vorsichtig war, oder? Wo ist eigentlich Jan? Ach so, ja, der hat angerufen. Zoe war bei der Tat Gott sei Dank nicht dabei. Naja, und Jan ermittelt jetzt schön weiter im familiären Umfeld. Ja, vielleicht schafft er es auf der zwischenmenschlichen Ebene. Zwei gute Nachrichten. Welche zuerst? Die gute? Also, wie es aussieht, brauchen wir den Bußgeldbescheid nicht mehr. Vorland ist in der grünen Aue gesehen worden. Na bitte, wusste ich's doch. Und die andere gute? Naja, also die gute Nachricht für Vorland ist, dass derselbe Zeuge ihn 5 Minuten später am Kanal gesehen hat. Und zwar in Begleitung seiner Tochter. Und das Ganze ziemlich genau um 10. Das heißt... Das heißt, dass er nicht der Mörder ist. Mist. Deshalb hat sich das Mädchen versteckt. Sie hatte Angst vor der Polizei, weil sie sich mit ihrem Vater heimlich getroffen hat. So, und jetzt habe ich noch eine richtig schlechte Nachricht. Oh nein. Ganz schön scheiße gebaut. Tja, wir müssen sofort Zoe suchen. Ja, wo könnte die jetzt sein? In der Schule, denke ich. Ah, dann los, bevor was passiert. Ist ja in ihrer Nähe. Ja, ja, aber da geht nur die Mailbox dran. Ja, komm, komm, komm. Zoes Vater hat sie beim Jugendamt gemeldet. Er beantragt das Sorgerecht. Aber der Vater ist der Hauptverdächtige. Habe ich darüber nachgedacht. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Weißt du, ich kümmere mich den ganzen Tag um Kinder. Da komme ich in meiner Freizeit auch mal ganz gut ohne aus. Ich dachte, du liebst Kinder. Ja, das tue ich ja auch. Aber
Deswegen muss man ja nicht gleich selber welche kriegen, oder? Das ist aber ein schöner Ball, Zoe. Da ist doch Zoe, oder? Es ist mein Ball. Na hier. Angst zu haben. Warte mal, ich will dich nur was fragen. Hey, was ist denn los? Hey, was soll das? Herr Zander, wir sind vorläufig festgenommen. Was soll denn das? Der dringende Verdacht, dass die Petra Kiese ermordet haben. Was denn er? Ich wollte doch nur, dass ihr aufhört zu schreien. Die hat hier plötzlich angefangen zu schreien. Ich wollte nur, dass ihr aufhört. Das können Sie alles auf dem Revier erzählen. Mann, ich wollte doch was von mir. Wir haben Kaffee getrunken und dann, wir haben gelacht und dann kam ihr Freund. Aber die wollte was von mir. Und als ich wiedergekommen bin, dann hat sie sich gefreut, dass ich wieder da bin. Abhören. Aber, als ich sie angefangen habe, ich wollte doch, wie kommt denn jetzt? Dass ihr aufhört zu schreien. Wie kommt denn der jetzt bitte an Zoe ran? Zoes Bild war in der Zeitung. Was? Hör mal, wie kommt denn Zoes Bild in die Zeitung? Das klären wir im Büro. Das gibt's doch gar nicht. Na? Ha? Alles gut, Prinzessin? War das ein böser Mann? Ja, das war ein sehr böser Mann. Ich möchte auch Polizistin werden. Na, dann würde ich auch mal sagen, schnell zum Unterricht, oder? Als Polizist muss man nämlich sehr viel wissen. Und vor allem muss man verdammt gut rechnen und schreiben können. Nein, man muss schnell rennen. Ja, das auch. Eine kleine Zwergenkönigin groß geworden in den letzten Wochen. Ja, ich muss Ihnen danken. Ohne Sie hätte ich das Sorgerecht für Zoe wahrscheinlich nicht so schnell gekriegt. Ab zu Papa! Hey! Oh. Wohin gehen Sie jetzt? Nach Hause. Jetzt darf ich für immer beide bleiben. Ja, für immer. Oh. Oder auch nicht. Meine Süße, ich wünsche dir alles, süß. Alles gut, oder? Oh. Ihnen auch, vielen Dank. Bist du dankbar. Hey! Süß. Tschüss, meine Große. Upsa. Komm her. Boah, bist du schwer. Oh. Das wäre geworden. Okay. Wiedersehen. Tschüss, Zoe. Ja, das ist wirklich sehr nett, dass du extra noch gekommen bist, um dich von Zoe zu verabschieden. Ich wollte mich nicht nur von ihr verabschieden. Zoes Vater ist jetzt in der gleichen Situation wie du. Bei jeder Frau, die er jetzt trifft, wird immer zuerst prüfen, ob sie auch eine gute Mutter für Zoe ist. Wenn die Frau ihre Freiheit nicht aufgeben will, wird er das akzeptieren. Weißt du, was mir bei der Verhaftung aufgefallen ist? Ne? Wie früh du die Gefahr erkannt hast. Vor allen anderen. Intuition. Ich glaube, das ist mehr wahr. Viel Glück. Ja? Kann es sein, dass man sich irgendwann wieder sieht vielleicht? Ich denke schon.
Okay, bis gleich. Entschuldigung. Muss sich jemand um den Rohrbruch kümmern. Da war schon ein Klempner da. Die Decke muss jetzt nur noch austrocknen. Aber die ist aber echt dick, die Backe. Das ist nicht die Backe, ist der Zahn. Ich muss dringend zum Zahnarzt. Also was, wann, wie und warum? Gut. Das Opfer ist die Wohnungsinhaberin. Petra Kieser, 34 Jahre alt, alleinstehend. Mutter einer 7-jährigen Tochter, Zoe. Die Tat geschah vor etwa 2 Stunden, also ungefähr kurz nach 12. Den Spuren nach zu urteilen gab es ein heftiges Handgemenge, in dessen Verlauf die Frau mit dem Kopf hier gegen die Kommode schlug. Was wahrscheinlich auch die Todesursache ist. Wir haben keinerlei Hinweise darauf. Motive. Ja, keinerlei Hinweise auf einen Raub oder Sexual gelegt. Offensichtlich hat sie ihn freiwillig in die Wohnung gelassen. Sieht also ganz nach Beziehungstat aus. Also sieht's nach Routine aus. Ist das Routine, wenn jemand eine Frau erschlägt? Ja, ich meine, er kommt ohne mich aus. Ja, ja sicher. Und die Kleine, die Tochter, wie heißt sie gleich? Zoe. Was wird denn jetzt aus ihr? Ich meine, wie will der Vater ihr das erklären? Tja, ich denke, die Frage stellt sich nicht. Die Eltern sind seit Jahren getrennt und der Vater hat kein Sorgerecht. Und die Großeltern? Es gibt keine. Der soziale Dienst wird sich um sie kümmern. Die Kleine muss ins Heim? Vorerst ja. Ich habe schon mal was vergessen. Da muss sich jemand von euch um das Kind kümmern. Ne? Ja, natürlich, Hajo. Das machen wir schon. Kümmer du dich mal um deine Beißerchen, ha? Ja, dann schau du doch noch mal oben nach. Speicher oder so. Hajo! Was? Hey, sag mal, kommst du mal eine Minute, bitte? Komm, eine Minute, ja? Sollten Sie aber mal zum Zahnarzt gehen, junger Mann. So eine Entzündung im Zahn, die kann sich den ganzen Körper ausbreiten. Ich habe schon einen Termin. Ja, aber wann? Deswegen beschränken Sie sich bitte auf das Wesentliche. Wie Sie wollen. Ja, also Sie haben gesagt, der Klempner war da. Ja, das war ja so ein netter junger Mann. Und so ordentlich, ja. Da habe ich mir gleich gesagt, er schafft das im Bad und macht das. Bitte das Wesentliche, ja. Ja, woher soll ich bitte wissen, was Wesentliche? Wer, was, wann, wo? Also der Installateur, der war hier oben und hat den Rohrbruch behoben. Und dann ist er runter zu Frau Kieser und hat den Schaden begutachtet. Und dann kam der Bekannte von der Frau Kieser. Ah, der Bekannte. Sagt man denn heutzutage dazu, als sie zusammengelebt haben? Nicht. Lieber. Ist das wesentlich genug? Ich verstehe, was Sie meinen, Frau Miguel, bitte. Ich halte es nicht mehr. Chef, mal, Moment mal. Warum rennst du weg? Vor wem hast du Angst? Hey, ich bin der Jan. Und wer bist du? Du musst keine Angst haben. Ich bin Polizist. Hey! Oh, junger Mann, der Geliebte von der Frau, dieser, der heißt Reinhold. Oh. Mirko Reinhold. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Beruhig dich doch. Was ist denn? Ist das das Kind? Jan. Was? Ist das das Kind? Ja, beziehungsweise, ich weiß es nicht. Na, dann kümmere dich um sie. Ich bin jetzt weg, okay? Zoe hat Angst vor Ihnen. Das braucht sie aber nicht. Ich bin von der Kripo. So, von der Kripo. Hey, da brauchen wir noch keine Angst zu haben. Das ist kein böser Mann. Haben Sie denn auch einen Namen? Oder sollen wir ihn einfach nur Polizist nennen?
Was meinst du, Zoe? Entschuldigung, Jan Maybach. Oder einfach Jan. Guten Tag, ich bin Karin Falter. Und das hier ist meine kleine Freundin, Zoe Kieser. Oder einfach Zoe. Und woher kennen Sie sich? Ich bin Schulpsychologin. Ich betreue Zoe seit der Trennung ihrer Eltern. Es könnte sein, dass jetzt der soziale Dienst zuständig wird. Was? Ja. Wäre es nicht besser, wenn ich sie erst mit zu mir nehme? Wäre das denn so einfach möglich? Naja, ich muss es erst klären, aber eigentlich schon. Gut. Soll ich sie nach Hause fahren? Ach, danke, aber es ist nicht weit. Zoe, möchtest du etwa zu Fuß gehen? Nein. Nein? Überredet? Überredet. Der hat ja auch alles gehört. Was genau gehört? Na, den Streit. Mein Gott, was haben die da unten gestritten, die beiden? Ein Gebolter und ein Geschrei. Und mit großen Türknallen ist der Reinhold dann gegangen. So äußerlich ein schon angenehmer Mensch. Oh, sehr launisch für einen Mann. Der Klempner? Der Klempner. Ne, der ist dann auch gegangen. Hm. Aber den Namen haben Sie sicherlich, ne? Aber sicher. Warten Sie mal, wo habe ich denn? Steht doch auf der Rechnung drauf. Bitte. Kann ich empfehlen. Sehr ordentliche Arbeit. Hm. Weißt du, ich habe einen Sohn, der heißt Benny. Er ist zwar ein bisschen älter als du, aber vielleicht möchtest du ihn ja trotzdem mal kennenlernen. Nein. Ist aber schade. Er hat nämlich morgen seinen großen Auftritt. Auftritt? Ja. Er singt im Kinderchor. Ja, du kannst ja auch kommen, wenn du Lust hast. Und wenn er dir nicht gefällt, dann gehst du einfach wieder. Da muss man aber ganz leise sein. Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Hm? Ja. Tja. Machen Sie sich nichts draus. Zoe mag sie schon. Na komm, rein mit dir. Komm gleich nach. Was ist passiert? Wir haben ihre Mutter tot aufgefunden. Was? Ja. Und Zoe? Wo war Zoe? Wenn wir das wüssten. Morgen. Na, das wird ja auch langsam Zeit, ne? Was denn? Ich hab schon gearbeitet. Ich hab aus Kiesers Wohnung Zoes Klamotten abgeholt. Und zu der Psychologin gebracht? Ja. Hat der soziale Dienst sich schon gemeldet? Ja, die freuen sich natürlich, dass die Psychologin Zoe nimmt. Gut, ich denke, das ist momentan die beste Lösung. Ja, das denke ich auch. Hat sie dann schon mit Zoe reden können? Nee, noch nicht. Moment mal, habe ich das richtig mitgekriegt? Die Tochter hat den Mörder gesehen? Ja, das lässt sich nicht ausschließen, aber es ist momentan noch nicht der beste Zeitpunkt, um mit Zoe darüber zu reden. Sagt das die Psychologin? Das sagt die Psychologin. Ey, Leute, kommt mal auf den Punkt. Hör mal, musst du nicht zum Verhör? Scheiße. Also, tschüss. Herr Reinhold, welches Verhältnis hatten Sie zu Petra Kieser? Wir waren zusammen. Heißt das, Sie lebten in einer eheähnlichen Gemeinschaft? Was meinen Sie mit eheähnlich? Ich habe Petra geliebt. So sehr geliebt, dass Sie handgreiflich wurden. Was soll ich denn machen? Ich komme auf den Sprung vorbei und da sitzt sie da mit diesem Klempner. Da sitzen da rum, schlürfen Kaffee und flirten. So ein dreckiger Schleim, den habe ich lokal hier rausgeschmissen. Und? Ist alles möglich. Jo. Macht mir Geld sich. Ja, macht er ganz ordentlich. Scheint was gebracht zu haben, das Seminar für Hörtaktik. Was machen die Zähnchen? Ja, gut, ein bisschen gebohrt, aber... Die Tochter ist in psychologischer Betreuung. Zoe hat mich nie richtig akzeptiert. Sie wollte nicht, dass Petra und ich zusammen sind. Sie... Ja. Ja, gib uns Zeit, Miguel. Sie sollten jetzt ihr Gewissen erleichtern. Sehr gut. Es kam zum Streit mit ihrer Freundin. Und dann haben sie die Nerven verloren. Ich habe die Nerven verloren. Sie haben sie gepackt? Nein, ich habe sie geschubst. Ich wollte, dass dieser Streit aufhört. Dann habe ich sie geschubst und dann ist sie über den Sessel gefallen. Ihr Kopf schlug gegen die Kommode und sie... Nein. Sie hat sich die Hüfte aufgehauen. Ich habe mich entschuldigt. Aber sie war sauer. Sie hatte recht, ich hätte mich nicht so gehen lassen dürfen. Herr Reinhold, Sie sollten jetzt wirklich ein volles Geständnis ablegen. Geständnis? Ich habe sie doch nicht umgebracht. Sie hat mir sogar noch eine Tasse hinterhergeworfen, als ich gegangen bin. Wissen Sie, wie hoch die Aufklärungsquote bei solchen Beziehungstaten ist? 95%.
Die Aufklärung ist ganz einfach. Hat man das Motiv? Hat man den Mörder? Und sie haben ein Motiv. Eifersucht. Eifersucht, das ist doch ganz normal, wenn man sich liebt. Da gibt's noch ganz andere, die ein Motiv haben, ja? Hey! Warten Sie! Das gibt's doch gar nicht. Sehr gut. Alle Achtung, Miguel. So, jetzt den Wechsel. Sehr gut. Ich bin mitten im Satz, der geht einfach raus. Sie waren bei Ihrem Motiv? Mein Motiv? Sie sollten nicht mal den Volland vorknüpfen. Wen? Patrick Volland, das ist der Vater von Zoe. Was der für einen Hass hatte, weil er seine Tochter nicht sehen durfte. Der sollte hier sitzen, nicht ich. Also, wir haben einen Verdächtigen und wir haben ein Motiv. Naja, also ich würde sagen, wir machen die Möhre, ne? Offene Observation, Ermittlungen im persönlichen Umfeld. Also wir müssen ihm ganz klar zeigen, dass wir nicht locker lassen, ja? Dann natürlich die Laborergebnisse, ganz klar. Ja, die Spuren, die Fingerabdrücke, die werden beweisen, was er einräumt, dass er am Tatort war. Aha. Naja, aber vielleicht finden wir noch andere Fingerabdrücke, zum Beispiel die von Patrick Volland, dem Vater. Um den kümmere ich mich, okay? Gut. Ja, dann kümmere ich mich um den Klempner, ja? Gut. Gut, dann kümmere ich mich um die Schulpsychologin. Sehr gut. Was denn? Was denn? Sie schon Klempner da. Die Decke muss jetzt nur noch austrocknen. Aber die ist aber echt dick, die Backe. Das ist nicht die Backe, ist der Zahn. Ich muss dringend zum Zahnarzt. Also was, wann, wie und warum? Gut. Das Opfer ist die Wohnungsinhaberin. Petra Kieser, 34 Jahre alt, alleinstehend. Mutter einer 7-jährigen Tochter, Zoe. Die Tat geschah vor etwa 2 Stunden, also ungefähr kurz nach 12. Den Spuren nach zu urteilen gab es ein heftiges Handgemenge, in dessen Verlauf die Frau mit dem Kopf hier gegen die Kommode schlug, was wahrscheinlich auch die Todesursache ist. Wir haben keinerlei Hinweise darauf. Motive. Ja, keinerlei Hinweise auf einen Raub oder Sexual gelegt. Offensichtlich hat sie ihn freiwillig in die Wohnung gelassen. Sieht also ganz nach Beziehungstat aus. Also sieht's nach Routine aus. Hm? Ist das Routine, wenn jemand eine Frau erschlägt? Ja, ich meine, ihr kommt ohne mich aus. Ja, sicher. Und die Kleine, die Tochter, wie heißt sie gleich? Zoe. Was wird denn jetzt aus ihr? Ich meine, wie will der Vater ihr das erklären? Tja,
Tja, ich denke, die Frage stellt sich nicht. Die Eltern sind seit Jahren getrennt und der Vater hat kein Sorgerecht. Und die Großeltern? Es gibt keine. Der soziale Dienst wird sich um sie kümmern. Die Kleine muss ins Heim? Vorerst ja. Ich habe noch was vergessen. Da muss sich jemand von euch um das Kind kümmern. Ne? Ja, natürlich, Hajo. Das macht man schon. Kümmer du dich mal um deine Beißerchen, ne? Ja, dann schau du doch noch mal oben nach. Speicher oder so. Hm? Hajo! Was? Sag mal, kommst du mal eine Minute, bitte? Komm, eine Minute, ja? Sollten Sie aber mal zum Zahnarzt gehen, junger Mann. So eine Entzündung im Zahn, die kann sich im ganzen Körper ausbreiten. Ich habe schon einen Termin. Ja. Morgen. Na, das wird ja auch langsam Zeit, ne? Was denn? Ich habe schon gearbeitet. Ich habe aus Kiesers Wohnung Zoes Klamotten abgeholt. Und zu der Psychologin gebracht? Ja. Hat der soziale Dienst dich schon gemeldet? Ja, die freuen sich natürlich, dass die Psychologin Zoe nimmt. Gut, ich denke, das ist momentan die beste Lösung. Ja, das denke ich auch. Hat sie dann schon mit Zoe reden können? Nee, noch nicht. Moment mal, habe ich das richtig mitgekriegt? Die Tochter hat den Mörder gesehen? Ja, das lässt sich nicht ausschließen, aber es ist momentan noch nicht der beste Zeitpunkt, um mit Zoe darüber zu reden. Sagt das die Psychologin? Das sagt die Psychologin. Ey, Leute, kommt mal auf den Punkt. Hör mal, musst du nicht zum Verhör? Scheiße. Also, tschüss. Herr Reinhold, welches Verhältnis hatten Sie zu Petra Kieser? Wir waren zusammen. Heißt das, Sie lebten in einer eheähnlichen Gemeinschaft? Was meinst du mit eheähnlich? Ich habe Petra geliebt. So sehr geliebt, dass sie handgreiflich wurden. Was soll ich denn machen? Ich komme auf den Sprung vorbei und da sitzt sie da mit diesem Klempner. Da sitzen da rum, schlürfen Kaffee und flirten. So ein dreckiger Schleim, den habe ich auch hier rausgeschmissen. Und? Ist alles möglich. Jo. Macht mir Geld sich. Ja, macht er ganz ordentlich. Scheint was gebracht zu haben, das Seminar für Hörtaktik. Was machen die Zähnchen? Ja, gut, ein bisschen gebohrt, aber... Die Tochter ist in psychologischer Betreuung. Zoe hat mich nie richtig akzeptiert. Sie wollte nicht, dass Petra und ich zusammen sind. Sie... Ja. Ja, gib uns halt, Miguel. Sie sollten jetzt ihr Gewissen erleichtern. Sehr gut. Es kam zum Streit mit ihrer Freundin. Und dann haben sie die Nerven verloren. Ja. Ich habe die Nerven verloren. Sie haben sie gepackt? Nein, ich habe sie geschubst. Ich wollte, dass dieser Streit aufhört. Dann habe ich sie geschubst und dann ist sie über den Sessel gefallen. Ihr Kopf schlug gegen die Kommode und sie... Nein. Sie hat sich die Hüfte aufgehauen. Ich habe mich entschuldigt. Aber sie war sauer. Sie hatte recht, ich hätte mich nicht so gehen lassen dürfen. Herr Reinhold, Sie sollten jetzt wirklich ein volles Geständnis ablegen. Geständnis? Ich habe sie doch nicht umgebracht. Sie hat mir sogar noch eine Tasse hinterhergeworfen, als ich gegangen bin. Wissen Sie, wie hoch die Aufklärungsquote bei solchen Beziehungstaten ist? 95%. Die Aufklärung ist ganz einfach. Hat man das Motiv, hat man den Mörder. Und Sie haben ein Motiv. Eifersucht. Eifersucht, das ist doch ganz normal, wenn man sich liebt. Da gibt's noch ganz andere, die ein Motiv haben, ja? Hey! Warten Sie! Das gibt's doch gar nicht. Sehr gut. Alle Achtung, Miguel. So, jetzt den Wechsel. Sehr gut. Ich bin mitten im Satz, der geht einfach raus. Sie waren bei Ihrem Motiv? Mein Motiv? Sie sollten nicht mal den Volland vorknüpfen. Wen? Patrick Volland, das ist der Vater von Zoe. Was der für einen Hass hatte, weil er seine Tochter nicht sehen durfte. Der sollte hier sitzen, nicht ich. Also, wir haben einen Verdächtigen und wir haben ein Motiv. Ja, also ich würde sagen, wir machen die Mürbe, ne? Offene Observation, Ermittlungen im persönlichen Umfeld. Also wir müssen ihm ganz klar zeigen, dass wir nicht locker lassen, ja? Dann natürlich die Laborergebnisse, ganz klar. Ja, die Spuren, die Fingerabdrücke, die werden beweisen, was er einräumt, dass er am Tatort war. Aha. Naja, aber vielleicht finden wir noch andere Fingerabdrücke. Zum Beispiel die von Patrick Volland, dem Vater. Um den kümmere ich mich, okay? Gut. Ja, dann kümmere ich mich um den Klempner, ja? Gut. Gut, dann kümmere ich mich um die Schulpsychologin. Sehr gut. Was denn, was denn? Sie kennt Zoe schon ein bisschen länger, da kriegen wir noch einen Hinweis. Außerdem finde ich es nicht schlecht, wenn wir da eine persönliche Verbindung aufbauen. Na, stimmt das nicht?
Nee, nee, persönliche Verbindung, ist schon klar. Ja, alles klar. Spinnerei. Das weiß doch jeder, dass er eine Frau sucht, oder? Er sucht keine Frau. Er sucht eine Mutter für Benny. Oh, ist das keine Frau? Ja, gleich. Deswegen beschränken Sie sich bitte auf das Wesentliche. Wie Sie wollen. Ja, also Sie haben gesagt, der Klempner war da. Ja, das war ja so ein netter junger Mann. Und so ordentlich, ja. Da habe ich mir gleich gesagt, er schafft das im Bad und macht das. Bitte das Wesentliche, ja. Ja, woher soll ich bitte wissen, was Wesentliche ist? Wer, was, wann, wo, das ist das Wesentliche. Also der Installateur, der war hier oben und hat den Rohrbruch behoben. Und dann ist er runter zu Frau Kieser und hat den Schaden begutachtet. Und dann kam der Bekannte von der Frau Kieser. Ah, der Bekannte. Heutzutage dazu, als sie zusammengelebt haben, nicht. Lieber. Ist das wesentlich genug? Ich verstehe, was Sie meinen, Frau Miguel, bitte. Ich halte das nicht mehr. Chef, Moment mal. Warum rennst du weg? Vor wem hast du Angst? Hey, ich bin der Jan. Und wer bist du? Du musst keine Angst haben. Ich bin Polizist. Hey! Junger Mann, der Geliebte von der Frau, dieser, der heißt Reinhold. Oh. Mirko Reinhold. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Beruhig dich doch. Was ist denn? Ist das das Kind? Jan. Was? Ist das das Kind? Ja, beziehungsweise, ich weiß es nicht. Na, dann kümmere dich um sie. Ich bin jetzt weg, okay? Zoe hat Angst vor Ihnen. Das braucht sie aber nicht. Ich bin von der Kripo. So, von der Kripo. Hey, da brauchen wir noch keine Angst zu haben. Das ist kein böser Mann. Haben Sie denn auch einen Namen? Oder sollen wir ihn einfach nur Polizist nennen? Was meinst du, Zoe? Entschuldigung, Jan Maybach. Oder einfach Jan. Guten Tag, ich bin Karin Falter. Und das hier ist meine kleine Freundin Zoe Kieser. Oder einfach Zoe. Und woher kennen Sie sich? Ich bin Schulpsychologin. Ich betreue Zoe seit der Trennung ihrer Eltern. Es könnte sein, dass jetzt der soziale Dienst zuständig wird. Was? Ja. Wäre es nicht besser, wenn ich sie erst mit zu mir nehme? Wäre das denn so einfach möglich? Naja, ich muss es erst klären, aber eigentlich schon. Gut. Soll ich sie nach Hause fahren? Ach, danke, aber es ist nicht weit. Zoe, möchtest du etwa zu Fuß gehen? Nein. Nein? Überredet? Überredet. Der hat ja auch alles gehört. Was genau gehört? Na, den Streit. Mein Gott, was haben die da unten gestritten, die beiden? Ein Gebolter und ein Geschrei. Und mit großen Türknallen ist der Reinhold dann gegangen. So äußerlich ein schon angenehmer Mensch. Oh, sehr launisch für einen Mann. Der Klempner? Der Klempner. Ne, der ist dann auch gegangen. Mm. Aber den Namen haben Sie sicherlich, ne? Aber sicher. Warten Sie mal, wo habe ich denn? Steht doch auf der Rechnung drauf. Bitte. Kann ich empfehlen. Sehr ordentliche Arbeit. Hm. Weißt du, ich habe einen Sohn, der heißt Benny. Er ist zwar ein bisschen älter als du, aber vielleicht möchtest du ihn ja trotzdem mal kennenlernen. Nein. Oh, ist aber schade. Er hat nämlich morgen seinen großen Auftritt. Auftritt? Ja. Er singt im Kinderchor. Na, du kannst ja auch kommen, wenn du Lust hast. Und wenn er dir nicht gefällt, dann gehst du einfach wieder. Hm? Da muss man aber ganz leise sein. Ja. Ja, das ist sehr wichtig. Hm? Tja. Machen Sie sich nichts draus. Zoe mag sie schon. Na komm, rein mit dir. Ich komm gleich nach. Was ist passiert? Sie haben ihre Mutter tot aufgefunden. Was? Ja. Und Zoe? Wo war Zoe? Wenn wir das wüssten. Ist irgendwas am Auto? Vergessen Sie das Auto. Hauptsache Ihnen ist nichts passiert. Nee, ist alles klar. Okay, passen Sie auf sich auf, ja?
Schönen Tag dabei. Ja, Ihnen auch. Hast du es gesehen? So, ist die Luft. Schön warten, ja? Er dürfte seine Tochter nicht sehen. Angeblich hat er gedroht, sie zu entführen. Also vom Motiv her käme Volland auf jeden Fall als Täter in Frage. Na, dann war dein Besuch bei der Schulpsychologin ja nicht ganz umsonst, ne? Hey, Miguel, weißt du, du musst gerade erzählen. Ja? Was ist mit der Tochter? Hat sie was gesehen? Wir dürfen das Kind nicht drängen. Karen sagt, also die Psychologin sagt, wenn sie sich so sicher fühlt, wird sie von sich aus reden. Und wenn sie den Mord gesehen hätte... Moment mal, heute Morgen hast du gesagt, sie hat den Mord gesehen. Nein, das habe ich nicht gesagt, Miguel. Aber es ist doch ziemlich wahrscheinlich, oder nicht? Ja, aber wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Sag mal, geht das nicht rein in deinen Gipskopf? Hör mal, Jan, wenn also, das nicht... Also, wer fängt an von euch? Ich. Wer? Ja. Herr Volland, wie geht's Zoe? Nehmen Sie doch Platz. Ihre Tochter wird psychologisch betreut. Gut, von wem? Wo ist sie? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Was, Sie wollen mir nicht sagen, wo meine Tochter ist? Ich bin Ihr Vater. Es tut mir leid, aber solange der Mordfall nicht aufgeklärt ist... Ach. Aber es geht dir gut. So viel kann ich sagen. Herr Volland, wo waren Sie gestern Vormittag um 10 Uhr? Zu Hause? Überstunden abfeiern? Gibt es dafür Zeugen? Nein. Aha. Welches Verhältnis hatten Sie zu Petra Kieser? Ehrlich gesagt, als Zoe 3 Jahre alt war, habe ich ihre Mutter verlassen. Für eine andere Frau. Und Petra hat mich bestraft und hat mir meine Tochter weggenommen. Sie hatte das Sorgerecht. Petra hat mich auch mit jedem Dreck beworfen, den sie sich noch vorstellen konnte. Und das Jugendamt hat das alles geglaubt, ja? Wurde nicht groß geprüft. Eine Sache von 5 Minuten. Sagen, hatte ich keine Tochter mehr. Da bin ich vor Gericht. Das ist Patrick Volland? Mhm. Sie hat verloren, glaube ich. War ja noch altes Sorgerecht. Man hat Vater nicht den Hauch einer Chance. Kein Besuchsrecht, kein Umgang, kein gar nichts. Wissen Sie, was das heißt? Schade, hat eigentlich einen ganz netten Eindruck gemacht. Ich denke, ich verstehe Sie besser, als Sie glauben. Ja, ich habe selbst ein Kind. Wie alt? 9. Ein Junge. Aber Sie sind nicht geschieden? Seine Mutter und ich, wir leben getrennt. Dürfen Sie den Kleinen sehen? Ich habe das Sorgerecht. Wie glücklich. Also ich sag Ihnen, wenn mir jemand mein Kind wegnehmen würde... Ja. Ich denke, ich kann einen Vater verstehen, der dabei die Nerven verliert. Sehen Sie? Haben Sie es getan? Nein. Kommen Sie, Volland, Sie sind zu Petra Kieser gefahren, damit sie einem Treffen mit Zoe zustimmt. Petra Kieser war dagegen, es kam zu einem Streit und sie verloren... Nein, das ist Quatsch! Wüsste nicht mal, wo die Frau wohnt. Wie bitte? Ich habe mein Handy verloren. Das Jugendamt hat mir die Adresse nicht gegeben. Für die war ich ja gemeingefährlich. Verstehen Sie? Kripo Leipzig. Ich bin wegen dem Mord an Petra Kieser hier. Petra Kieser, die Frau aus dem ersten Stock? Genau, ja.
Ja, was kommen Sie da zu mir? Verdächtigen Sie mich? Nö. Nicht mehr als jeden anderen. Ja, ich habe hier wegen dem Schaden geschaut. Also wegen dem Rohrbruch. Mhm. Aber ich kann es gar nicht gewesen sein. Ihr Freund ist mir plötzlich aufgetaucht. Ist das der Typ? Ja, genau, das war er. War plötzlich da. Ja, und? Ja, hat mich rausgeschmissen, aber sofort, ja. Petra wollte, dass ich bleibe, aber der Typ sah ziemlich brutal aus, da bin ich lieber gegangen. Wann genau war das? Weiß nicht, so gegen 10. Der hat getobt und gebrüllt. Und dann wurde er noch handgreiflich. Und das haben Sie sich gefallen lassen? Mann, ich bin kein Schläger, ja? Ah. Und vor allem nicht wegen seiner Lappalie. Ich bin dann wieder hoch zu Frau Holl. Da war noch meine Werkzeugkiste. Tja, und haben sie gestritten. Ziemlich laut. Also Frau Holl hat hier in der Stadt auch gehört, das können Sie fragen. Ja, das haben wir schon. Das ist ein Bruch, ne? Was? Ja, das ist ein Rohrbruch. Ach so, hier, ja. Hm. Ja, ja, wenn einmal der Wurm drin ist. Wollen Sie noch was von mir? Nee, das war's. Viel Spaß noch. Sie haben uns schon sehr geholfen. Aber lassen Sie mir doch Ihre Karte da, falls mir doch noch etwas einfällt. Nee, das ist mein Text. Das sagt der Polizist zum Zeugen und nicht umgekehrt. Ah ja? Ja, ja. Der Polizist gibt seine Karte und sagt, Sie können mich jederzeit anrufen. War es das? Na, ich hoffe nicht. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie, eine Frage hätte ich dann doch noch. Warum sind Sie eigentlich gestern in die Grüne Aue gekommen? Ich habe mir Sorgen gemacht. Zoe hat in der Schule gefehlt und bei ihr zu Hause ist niemand ans Telefon gegangen. Der Vater sagte mal, dass er Zoe entführen wollte. Trauen Sie ihm das zu? Er hängt sehr an seiner Tochter. Er würde alles tun, um mit ihr zusammen zu sein. Und Zoe? Hat Zoe vielleicht irgendwas gesehen? Ich weiß es nicht. Aber es muss doch einen Grund dafür geben, warum sie sich auf dem Speicher versteckt hat. Wir dürfen Zoe nicht drängen. Es ist noch viel zu früh, sie zu fragen. Auch wenn ein Mörder frei herumläuft und sie unsere einzige Zeugin ist? Ja, so ist es. Wir müssen warten, bis Zoe von sich aus reden will. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, mit der man diese Bereitschaft beschleunigen könnte? Das ist natürlich schwer. Sie muss sich sicher fühlen, geborgen. Sie muss ein ganz normales Leben führen, zur Schule gehen. Naja. Da ist sie bei Ihnen ja bestens aufgehoben. Ich mache nur meinen Job. Wenn Ihnen noch was einfällt, meine Karte haben Sie ja. Ich verstehe. Und sagen Sie, hat beim Tod der Mutter das frühere Sorgerechtsurteil Bestand oder wird einmal ganz neu entschieden? Sieh, was passiert? Ist alles in Ordnung? Nee, nichts passiert. Sind Sie sicher? Sollen wir einen Arzt rufen? Nee, ist nicht nötig, ist nichts passiert. Haben Sie mir einen Schreck eingejagt? Das tut mir leid, ich habe überhaupt nicht aufgepasst.